Oh, guten Morgen und einen super tollen Start in die neue Handelswoche wünsche ich allen, die hier direkt auch mit zuschauen und natürlich auch die, die das Video im Nachgang sehen. Ich wünsche uns jetzt mal ein paar richtig gute Blicke auf die Indizes. Ich habe das gestern im Research am Sonntag angefangen bei den Indizes mit Blick auf den Nikkei. Da war am Freitag der stärkste der großen Indizes und das ist ein gutes Zeichen. Deswegen habe ich den Blog-Eintrag gestern auch so verfasst mit dem Blick in den Nikkei. Das Ganze schauen wir uns jetzt natürlich gleich näher an. Dazu blicken wir auf den Kan-Dollar. Mal kurz der Blick auf den Future, um so ein paar Ideen zu kreieren, was denn hier mit kanadischen Währungen, also mit Paarungen passieren kann. Da schaut es nämlich auch relativ interessant aus von der Verortung. Und dann schauen wir natürlich heute, müssen wir das machen, da kommen wir nicht drum rum. Dicke grüne Vorzeichen bei den anderen Indizes auch. Also wir schauen definitiv auch auf den DAX und auf den US-Markt heute zum Handelsstart. Das scheint interessant zu werden. Die Woche ist auch wichtig mit Nachrichten gespickt. Am Mittwoch tagt die Fed. Da erwarten sich die Anleger einige Antworten und zwar gerade zur Neuausrichtung der Fed in puncto eine höhere Inflation, einen etwas längeren Zeitraum auch, sag ich mal, zu akzeptieren. Das hatte Paul ja angekündigt. Da wird sehr, sehr interessant sein, was dazu gesagt wird. Ich glaube, da gerade die Zinsen ein bisschen in den Hintergrund. Da spitzt man eher die Ohren für das, was Paul dann am Mittwochabend hier zu deutscher Zeit am Mittwochabend in den USA berichten wird. Wir blicken aber gleich erstmal auf die aktuellen Trading-Ideen. Zuvor der Risikohinweis, wie immer, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dabei lade ich auch gleich hier alle, die zuschauen. Ich habe schon gut auch die Infos aus Zoom, dass heute alles kommt. Tolle Sache, freut mich sehr. Guten Morgen auch an alle, die mich hier grüßen. Freut mich sehr. Und wie schon gesagt, wer hier zuschaut, live und einen Wunschmarkt hat, bitte rein in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne darum. Das funktioniert ja mittlerweile auch wieder relativ zuverlässig. Also, das der Risikohinweis. Und jetzt haben wir noch so ein bisschen die Nachrichten, gute Nachrichten aus Japan zur Industrieproduktion. Die lag zum einen mal über den Erwartungen, das ist die Industrieproduktion für den Monat Juli. Also zum einen mal über den Erwartungen, 8% waren erwartet gewesen, 8,7% sind es, aber viel, viel wichtiger ist, das Ganze zu sehen im Vergleich zum Vormonat. Da hatten wir nämlich eine 1,9 im Plus stehen. Das ist eine Riesennummer, die hier wächst und das könnte ein positives Zeichen sein, dass so langsam das Rad auch hier wieder Stück für Stück in Bewegung kommt und anfängt sich zu drehen. Ich weiß, man ist noch weit, weit weg von dem, wo man mal war, aber wenn man mal sieht, wo wir gestartet sind, tja, dann ist das schon ein gutes Ergebnis. Und ich sage an dieser Stelle auch immer, steht der Tropfen, holt den Stein. Was gibt es heute noch? Wir bekommen aus der Eurozone die Industrieproduktion für den Monat Juli, das Ganze 11 Uhr, 13 Uhr mit Blick auf Öl, den OPEC-Monatsbericht. Da sind überall nur zwei Sternchen dran, aber gerade das Thema Öl könnte eventuell Bewegung in den Markt bringen. Ja, und am Nachmittag gibt es da noch eine Rede von einem EZB-Mitglied. Ich glaube, das hat aber meistens zumindest nicht so die starken Relevanzen. Ich glaube, das wichtigste Ereignis, gerade auch für die Währungen und die US-Indizes, wird wirklich das sein, was die Fed hier sagt. Das wird dann auch spannend am Donnerstag, wie der Euro, beziehungsweise eigentlich am Mittwochabend schon, wie der Euro, US-Dollar auf das Ganze reagiert. Aber ich denke, die große Auswirkung bekommen wir dann möglicherweise erst am Donnerstag zu spüren. Das dazu und damit gehen wir rein in die entsprechenden Charts. Die haben wir da. Und wie schon gesagt, wenn jemand Wünsche hat, bitte einfach rein hier in den Chat. Das passt soweit. Also, wir starten mal durch mit dem Nikkei. Allerdings möchte ich hier den Nikkei nicht zuerst im Tageschart anschauen, sondern wir blicken uns den Nikkei mal im Wochenchart zuallererst an. Den brauche ich hier, den Wochenchart, um das große Gesamtbild mal zu beleuchten. Hier, das Bild mache ich auch gleich nochmal groß, damit man es im Bildschirm hinten auf dem Skype, beziehungsweise auf dem Facebook-Video gut sehen kann. Also hier mal der Nikkei. Wir sehen hier auf diesem Bild zwei Sachen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das erste, hier oben schaut mal, das Allzeithoch ist nicht mehr weit weg. Ne? Wir haben es hier, ich glaube, ich habe da, wo ich das gerade sehe, ich habe mich da bestimmt im Blog verschrieben, das Allzeithoch im Nikkei lag ein bisschen höher als das, was ich hier bei 24.178 geschrieben habe. Das lag natürlich etwas höher, aber
Sei es drum, hier ist das Hoch aus dem Jahr 2019. Hier stehen wir aktuell bei 23.632. Und hier wird es jetzt wirklich interessant zu sehen. Und das, was ich jetzt sage, ist das, worauf ich mich hier in dem Moment zu fokussiere. Und zwar haben wir hier im Nikkei, ja, das ist auch ein bisschen Lernen für andere Situationen in so einem Fall. Schaut mal, diese Marke, grob über den Daumen, 22.870. Das ist hier drüben ein Haltelevel gewesen und dann ist der Markt so massiv drunter abgebrochen. Das heißt, diese Marke ist da ein Widerstand geworden. Warum es ein Widerstand ist, das hat der Markt hier zu spüren bekommen. Wir sind nach einer starken Rallye drüber gelaufen und dann wurden wir erstmal wieder abverkauft. Wohlgemerkt, das ist der Wochenmarkt. Also eine Woche, eine Kerze hat hier eine Woche. Wir wurden abverkauft und dann hat es 1, 2, 3, 4, 5 Handelswochen gedauert, bis wir wieder rangelaufen sind. Im zweiten Versuch wieder abgekauft. So, dann hat es nur 2 Wochen gedauert, bis wir drüber gegangen sind und dann hat sich was verändert. Dann hat der Markt nämlich angefangen, sich drüber zu stabilisieren. Und das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Und da stehen die Chancen relativ gut, rein von den Erfahrungswerten her, dass wir oben rauslaufen und die höheren Level anlaufen. Und Anlaufpunkte haben wir, wie schon gesagt, sobald wir hier auch in Trendfortsetzung gehen, also das Grüne, was wir hier eingezeichnet ist, sehen, das ist das, was wir auf Tagesbasis sehen, das gucken wir uns im Tageschart auch gleich mit an, das ist die Marke hier oben. Kommt es zur Trendfortsetzung und nicht zum Abverkauf, dann ist der nächste Weg hier oben frei Richtung grob über den Daumen 24.200 Punkte, beziehungsweise wenn diese Marke dann auch rausgenommen wird, dann können wir uns wirklich weiter nach oben orientieren. Nächster Anlaufpunkt hier 24.477. Und ja, ich weiß, ich hatte das Ganze auch schon mal gesagt, der Nikkei stand schon mal deutlich, deutlich höher. Aber das ist alles Kram von gestern, das interessiert uns heute nicht. Heute interessiert uns, wie das Potenzial ist. Und das Potenzial ist zumindest aus charttechnischer Sicht hier wirklich sehr, sehr gut für die Long-Seite. Das sehen wir auch hier unten an den steigenden Tiefkursen, dass die Händler immer früher anfangen zu kaufen. Das ist ein positives Zeichen. Das zeigt so ein bisschen den Druck vom Markt. Und wie schon gesagt, wir schaut mal eigentlich das Ganze an. Als ich das Bild gestern geschickt habe, da standen wir hier unten an dieser Marke, an diesem Hoch hier und da ist der Markt bei 23.420, jetzt schon rauf auf 23.500 knapp 600. Also das ist sehr schön dynamisch nach oben befeuert, auch von guten Nachrichten am Markt. Also das ist eine schöne Geschichte und wie das kurzfristig weitergehen kann, das schauen wir uns jetzt mal im Tageschart an. Im Tageschart sehen wir nämlich eine sehr, sehr schöne Sache. Im Block habe ich es bezeichnet, wir haben hier eine Art Nackenlinie um den Bereich von 23.300 Zählern und das sehen wir hier im Tageschart. Das hat in den letzten Wochen immer wieder eine relevante Anlaufmarke gehabt und jetzt sind wir wirklich drüber. Wir waren schon mal drüber hier vor knapp 2 Handelswochen. Da sind wir allerdings wieder abverkauft. Das ist sehr, sehr schön, dass wir jetzt drüber laufen und jetzt stellt sich halt die Frage, laufen wir hier über dieses Zwischenhoch bei 23.632 oder prallen wir ab? Wenn wir drüber laufen, ist das wirklich ein sehr, sehr bullisches Zeichen, dass der Markt schön zur Oberseite rein will und dann ist der Markt erst einmal frei oder der Weg relativ frei hier oben rein bis in die 24.178 Punkte Marke. Wir sehen hier in diesem Chart allerdings noch etwas, das mich positiv stimmt. Und zwar, schaut euch das mal an. Das, was wir hier sehen, ist sage ich mal, so von der klassischen Charttechnik nicht unbedingt eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Dazu sollte der Kopf etwas mehr gerundet sein. Also es ist keine schöne Inverse, aber nichtsdestotrotz, das Verhalten ist ähnlich. Ja? Und das ähnliche Verhalten hier zeigt uns halt, dass wir hier nochmal versucht haben, unten drunter rauszulaufen, dann aber gleich wieder zurückgekommen sind in die alten Level und dann den Markt nochmal kurz hier unten drunter kontrahieren haben. Sehen, hier gab es sogar in den Kleinstbereichen eine W-förmige Bodenbildung hier um die 22.800 Punkte Marke. Und das hat hier den Ausschlag gegeben, wo ich auch sage, da könnte der Nikkei durchaus dem ein oder anderen Index die Show stehlen. Bricht das oben komplett durch. Wie schon gesagt, der Weg ist erst einmal frei Richtung dem Hoch aus 2019 bei etwas über oder etwas unter 24.200 Zählern. Das bleibt sehr, sehr, sehr spannend. Prallt der Markt ab, da müssen wir natürlich kurzfristig die Händler auch mit ins Boot holen oder möchte ich ganz gerne. Kommt es hier an dieser Stelle zu einem Abprall hier oben an diesem
diesen Punkt. Dann haben wir Anlaufpunkte und zwar erst einmal natürlich hier logischerweise diesen Schwungbereich bzw. diese Nackenlinie, die Marke von knapp 28.300 Punkten und dann hier das nächste tiefere Level hier unten, wo wir Luft geholt haben, diesen Doppelspike nach unten gemacht haben, 22.800 Punkte. Sieht man übrigens auch sehr, sehr schön, wenn man hier für das kurzfristige Trading die Zeiteinheit mal noch ein bisschen unten drunter wickelt. Das ist wirklich das, was ich wirklich sehr, sehr mag. Das skizziere ich jetzt mal kurz im Zeichenprogramm, wo wir einfach auch sehen, dass Stärke in den Markt reinkommt. Schaut mal hier, das war jetzt hier drüben zum einen dieser Abwärtstrend, der hier nach unten gelaufen ist, dann hier das Tief gemacht hat, dann hier angefangen hat, diesen Bereich hier wieder zu testen, diesen Nackenbereich und dann nochmal einen kurzen Lupfer nach unten gemacht hat, nochmal klein das Zwischentief rausgenommen hat und dann direkt nach oben gedreht hat. Und jetzt kommt das, was ich sehr bullisch sehe, hier, das ist die Trendbildung, ab dieser Stelle hier drüben in diesem Bereich hat sich der Trend gebildet. Wir sind nach oben gelaufen und dann hat sich hier diese Flagge gebildet. Und diese Flagge hat sich oberhalb dieses Levels, oberhalb dieses ehemaligen Widerstands der Nackenlinie gebildet. Und das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Und wir sehen ja auch, wie der Markt jetzt hier rausgeschossen kommt wie eine Rakete. Also das sieht wirklich sehr, sehr bullisch aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da haben wir wirklich schöne Karten, wenn die Rahmendaten so bleiben, wie sie jetzt sind, ja, dass wir schön nach oben mit rauflaufen. Das ist der Blick in den japanischen Nikkei. Da hätten wir das besprochen. So, dann mache ich jetzt mal kurz den Ausflug in die Währungen und dann schauen wir noch auf das, was uns im DAX erwarten kann. Wie schon gesagt, Fragen können gerne auch gestellt werden. Ich sehe gerade hier im Facebook haben wir US-Dollar, schwedische Krone, den Reins-Ausspruch bekommen. Den schauen wir uns gleich auch nochmal an. Zuvor allerdings wirklich der Kan-Dollar. Ich möchte hier im Kan-Dollar erstmal nochmal flott auf den Future eingehen, der hier so ein bisschen die Richtung vorgibt. Ich ziehe den mal rüber. Ich hoffe, dass man den im Hintergrund dann auch relativ gut erkennen kann, beziehungsweise auch das Bild, was ich hier, worauf es mir entsprechend ankommt. Ich zoome das mal kurz ein bisschen näher ran. So, müsste man gleich besser sehen können. So, da ist es da. Also, folgendermaßen, die Situation, die wir hier jetzt sehen, sagt mir einfach mal, das wäre mal nett, wenn ich da eine Info zu bekommen könnte, ob man das Bild zumindest relativ gut erkennen kann, worauf es mir ankommt. Worauf es mir ankommt, ist die Tatsache, was der Index hier an dieser Stelle macht. Weil wir haben hier diverse Sachen, die wir ineinander fließen haben. Wir haben zum einen mal das etwas größere Bild hier an dieser Stelle, also diesen Aufschwung hier nach oben hin. Im größeren Bereich, so, schaut euch das mal an, hier, das ist jetzt die Korrektur, das ist das eine, das wir hier haben, das zweite, das wir haben, ist der letzte Bewegungsarm, ist das hier, also der Kan-Dollar ist schön in einem Aufwärtstrend hier im Tageschart, so das, was ich jetzt hier einskizziere, ist der Bewegungsarm und das ist hier die letzte Korrektur und schaut euch mal an, wo der hier unten anhält. Der hält hier unten in einem wichtigen Level an, und zwar dieser Bereich, den wir hier haben. Einmal der große Ausbruchsbereich, beziehungsweise dann hier drüben der Schwungbereich. Wartet mal, ich raff euch das mal kurz ein bisschen kleiner zusammen. Dieser Bereich hier unten, dieses Level, was wir hier haben, das ist hier auch ein kleinen Ausbruchbereich gewesen. Das ist interessant. Und hier kam es ein paar Tage zuvor, wann war das gewesen? Mittwoch, Donnerstag, am Mittwoch letzter Woche, schön zur Umkehr. Und hier kommt es jetzt drauf an, wie der Markt sich verhält. Das ist jetzt ein schöner Umschwungbereich. Wenn er tatsächlich aus der relativ flachen Korrektur, ja, flache Korrektur bezogen auf das, was wir hier von unten, von diesem Tief zum Hoch gesehen haben, wenn er hier direkt aus der flachen Korrektur mit Stärke zurückkommt, ist das ein schönes Stärkesignal für den Kan-Dollar. Das schauen wir uns dann gleich auch mal bei Währungen an. Heißt also hier an dieser Stelle, wenn wir Stärke rausbekommen, heißt das, wir laufen hier über dieses kleine Zwischenhoch hier oben drüber. Ja? Das ist also jetzt, bringen die Zahlen spielen jetzt hier überhaupt keine Rolle. Ich gehe jetzt einfach nur mal aufs technische Bild entsprechend ein. Ja? Wenn wir da drüber laufen, das wäre wirklich die Umkehr. Das wäre auch die Bestätigung dieser Umkehrkerze vom letzten Mittwoch. Da sehen wir dann einen kleinen Trend wieder laufen. Also da bildet sich sozusagen sowas, wie wir hier gesehen haben, ein neuer Bewegungstrend, den wir dann sehen. Und dann haben wir gute Chancen, zumindest erstmal hoch auf die 0,77 zu laufen. Das ist die Chance, die wir hier haben. Und das bringt dann natürlich Stärke rein. Das macht den Kan-Dollar schwerer und das bewegt dann natürlich auch andere Währung. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, und das ist das Schöne an diesem Schwungbereichen hier, wir können wirklich mit Ruhe und Geduld abwarten, was hier passiert. Läuft der drunter, also macht er eine tiefere Korrektur,
dann sehen wir bei vielen Währungspaaren, die mit dem Kandollar zusammen haben, die andere Seite zu spielen. Und das ist das, was durchaus an dieser Stelle dann interessant ist. Wenn wir dann hier den Abwärtstrend sehen, haben wir ein paar schöne Anlaufpunkte auf der Unterseite, wo wir durchaus reinlaufen können. Das heißt, von dort aus dann gesehen, hier die Zwischentiefs, wenn es nach unten geht, die haben wir schön hier an diesen Stellen liegen. Die können wir schön zur Planung mit benutzen. Also je nachdem, wie tief die Korrektur dann läuft, da ist einiges an Luft da, ohne sozusagen den größeren, übergeordneten Aufwärtstrend kaputt zu machen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Deswegen haben wir hier jetzt mal eben kurz den Future entsprechend auch beleuchtet und das Ganze hier entsprechend mal mit ranzuleuchten. Und das hier an dieser Stelle schauen wir uns jetzt mal eben ganz kurz an mit ein paar Kandollar Währung. Ja? Und da schauen wir mal, jetzt muss ich mal kurz raussuchen, hier zum Beispiel auf den Kandollar. Also US-Dollar, kanadischer Dollar. So, wartet mal, jetzt mache ich mal kurz hier das Bild noch ein bisschen sauber. Da sehen wir nämlich durchaus ein ähnliches Verhalten hier in diesem Markt. Ja? So, also bitte das, was ich gerade mit dem Future gesagt habe, schön im Kopf mitbehalten. Und da können wir nämlich hier eine schöne Planung machen, weil wenn wir dieses Bild uns mal anschauen wollen, dann sehen wir hier ein ähnliches Verhalten. Wartet mal, ich lege euch mal ganz kurz hier das MTON-Live-Signal mit rein, dass wir hier entsprechend die Trenderkennung mit rein haben, die automatische. Ne? Für diejenigen, die das nicht sehen, ist dieses Programm extrem hilfreich. Es gibt uns auch schöne Handlungsempfehlungen. Hier, wenn ich zum Beispiel mal den größeren Zeitrahmen reinmache, kurzen Augenblick, ja, da dauert immer ein bisschen, bis der die Daten geladen hat, im höheren Zeitrahmen. Anyway, lassen wir den mal laden. Wenn wir jetzt mal hier, das ist der Wochenchart, den wir hier haben. Und das ist das, was echt hochinteressant ist. Wenn wir uns das mal anschauen wollen, ich skizziere es mal ganz kurz und dann sehen wir es auch gleich, worauf ich da hinaus will. Und zwar die Tatsache, dass wir hier einen Markt haben, der hier in diesem Bild, schaut es euch an, aufwärts, abwärts. Hier schön aufwärts, abwärts, aufwärts, schön einen Trend nach oben gezogen hat. Hier gab es die tiefere Korrektur, ja, da hat sich das Bild ein bisschen geändert, also einen Abwärtstrend auf Wochenbasis nach unten gemacht, im untergeordneten Bereich, um dann nach oben zu gehen. Und jetzt schaut mal, die Korrektur, die haben wir hier auch in einem Trend liegen, hier. Und jetzt kommt es hier unten in diesem Bereich, um dieses Supportband unten, bei 1,2914. Entsprechend an dieser Seite das Ganze zu sehen. Und das ist jetzt die große Frage, die sich hier stellt, sozusagen. Jetzt mache ich euch mal die Waage. Diese Hand hier, das ist der Kandollar. Diese Hand ist der US-Dollar. So, ja, also das an dieser Stelle. Und wenn sich jetzt der Kandollar bewegt, also das heißt, hier ist der Kandollar, wenn der schwerer wird, dann bewegt sich dieses Bild entsprechend so, ja, so, das heißt, wir bekommen entsprechend den Wert nach unten hin gegeben, weil der Kandollar sinkt ja, also der Kandollar ist hier und damit müssen wir entsprechend den Weg nach unten sehen, also das heißt, an den Seiten, wo die Währung steht, ist es einfach nur wichtig, wo steht der Kandollar, steht er vorne in der Währung oder hinten in der Währung, und wenn er hinten in der Währung steht und er schwerer wird, dann fällt der Preis hier nach unten ab. Und das ist jetzt die interessante Geschichte, wenn wir das an dieser Stelle sehen, dass wir hier auch diese Abwärtsdynamik entsprechend sehen. Und da müsste es jetzt quasi hier in dieser Relation so zu sehen sein, dass wir hier durchaus dann den Weg nach unten entsprechend finden. Ja, das haben wir hier auch offen. Und jetzt kommt es drauf an, mal abseits von dem, was man hier in diesem Bild sieht, wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf Tagesbasis entsprechend anschauen. Deswegen arbeite ich da gerne mit dieser Waage, dass ich auch sehen kann, wo das Ganze steht, an diesen Punkten hier. Das heißt, also nochmal ganz kurz von der Logik hier, wenn der Kandollar in diesem Paket schwerer wird, ja, heißt das einfach, dass man US-Dollar, Kandollar, dass man für einen US-Dollar weniger Kandollar bekommt. Das heißt, man muss einfach mehr auf den Tisch legen und deswegen ist das hier dann den Weg nach unten zu sehen. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz auf Tagesbasis an. Und da sehen wir momentan halt die Level, die wir hier drinnen haben, die wir durchaus auch spielen können. Und hier kann ich das Ganze jetzt mal einzeichnen. Schaut mal, hier haben wir den intakten Abwärtstrend, der oben aus der Korrektur oder in die Korrektur jetzt reingelaufen ist. Und wenn wir uns mal noch den kleineren untergeordneten Markt auch anschauen, hier die 2, zack, so, dann sehen wir hier an dieser Stelle, dass der Markt hier schön über ein bestimmtes Level drüber gelaufen ist. Deswegen ist das Ganze hier auch blau gekennzeichnet, weil der Markt hier über dieses Zwischenhoch drüber gelaufen ist. Also das heißt, dass hier an dieser Stelle ist dann sozusagen ein Widerstandsbereich gewesen, den der Markt leicht überschritten hat nach oben hin.
kommt aber direkt jetzt wieder mit Schwäche rein. Und das ist jetzt der interessante Punkt, wenn wir hier unter dieses Zwischentief hier unten laufen, also unter dieses Low, was wir hier unten drunter gehabt haben, knapp die 1,31,2, dann haben wir den Markt nach unten liegen. Hier, schaut euch das an. Dann haben wir hier nämlich den Abwärtstrend, der hier runterläuft. Und das wäre dann genau das Bild, das wir sehen. Der Markt fällt hier unten drunter. Der Kandler wird tatsächlich schwerer und damit läuft der Markt hier runter. Und dann haben wir schöne Anlaufpunkte, die wir hier in diesem Chart auch schon mit reinnehmen können. Alleine mit Blick in den Tageschart nehme ich hier unten diesen Zwischentiefbereich um die 1,30,4,4,5,4,5 in etwa. Also hier unten diese Marke. Bitte hier, ich sage da immer nicht die letzte Nachkommastelle nehmen. Mir kommt es hier einfach auf das größere Bild an und dann unten hier das Zwischentief um, ja knapp etwas unter die Marke von 1,30. Das ist das, was wir hier liegen haben, und für diejenigen, die das entsprechend Kann-Dollar-mäßig im kurzfristigen Bereich traden wollen, da schauen wir einfach mal ganz kurz hier rein, hier uns den Chart mal anzuschauen, und da sehen wir das, was ich gerade auch gemacht habe oder beziehungsweise eingezeichnet habe, und zwar tatsächlich die Situation, die wir hier drinnen haben. Der Markt ist jetzt hier noch in einem schönen Aufwärtstrend drinnen, hat aber hier oben angefangen umzukehren, und wenn wir jetzt hier tatsächlich den Gegentrend nach unten bekommen im großen Bild, das ist genau das hier vom Zwischenhoch nach unten, was ich gerade im Tageschart auch angezeichnet habe, dann gibt es den Gegentrend, dann will der Markt entsprechend wieder runter, und das Ganze dann zu sehen, und wie schon gesagt, die Anlaufpunkte, die ich gerade skizziert habe, die sehen wir auch sehr, sehr schön hier im Stundenchart mit drinnen. Das sind die Marker, die er hier angelaufen hat, und damit ist der Weg nach unten erstmal offen. Und wenn sich das Ganze dann weiter nach unten hin ausbauen sollte, dann haben wir auch mit Blick in die Historie hier auf dem Tageschart noch ein paar Linien weiter unten. Also wie schon gesagt, unter das Trendtief drunter ist dann erstmal hier die 1,29,4, das große Support-Level zu sehen. Das ist ein wichtiger Anlaufpunkt. Da könnte es durchaus etwas Relevantes Gegenbewegung geben. Ansonsten, wenn er drunter durchfällt, wir sehen es hier unten drunter. Wir haben noch ein paar Anlaufpunkte auf der Unterseite. Der nächste Drehbereich, den wir mal haben, hier unten, da haben wir das Zwischentief um die 1,27, knapp 9, und hier unten das Zwischentief um die, das sieht man gar nicht. Also, sehe ich gerade. Also, schaut mal hier, ich muss mich mal ganz kurz zur Seite drehen. Also hier unten, das sind die Zwischentiefs. Hier, einmal hier und einmal hier, die kommen tatsächlich aus der weiten Historie raus, und das sind dann die Marker, die wir durchaus auf der Unterseite entsprechend mit anlaufen können. Also, das hier, der Blick in zum Beispiel den US-Dollar-Kandler, und das, was ich gerade mit dem Future erklärt habe, einfach bei anderen Währungen, die mit dem Kandler zusammenhängen, daran denken, was passiert denn, wenn der kanadische Dollar mehr wert wird, ja, dann muss ich entweder mehr bezahlen, oder ich bekomme weniger für mein Geld, also je nachdem, an welcher Stelle die Währung hier steht, ob sie vorne oder hinten steht, das heißt, ob es die Basiswährung oder die Preiswährung ist, und damit, ja, muss das Ganze dann einfach mit angegliedert werden, ne? Das heißt also, wenn der Kann-Dollar hinten steht und der wird schwerer, fällt der Kurs nach unten, steht er vorne, steigt der Kurs nach oben, wenn der Kann-Dollar entsprechend schwerer wird. Das also dahin. Gut, da habe ich noch eine Frage zu bekommen, und zwar Kandler Future und US-Dollar Kandler sind doch invers, muss doch gar nicht separat analysiert werden. Na klar, muss das separat analysiert werden. Es gibt ja nicht nur das eine Währungspaar, es gibt ja auch noch andere Währungspaare, die mit dem Kandler zusammenhängen, und aus diesem Grund ist es immer gut, wenn man so ein bisschen im Hintergrund hat, wie sich der Kandler entsprechend bewegt, um das Ganze mit ranzustellen. Und entweder man hat den Gleichlauf, ja, wenn der Kandler vorne steht, hat man den Gleichlauf, wenn das Ganze invers ist, hat man die Gegenseite. Seite. Aber das sind Dinge, die sind hier für den einen oder anderen interessant. Deswegen sage ich es an dieser Stelle mit, und damit ist hier entsprechend auch mit gut, weil manchmal passiert es halt einfach auch, dass sich so ein Währungspaar anders bewegt als der Future sozusagen, und dann gibt es doch irgendwann die Gegenbewegung, und das ist das, wo man das Research betreiben kann, und wenn man dann sieht, dass sich die Währung entsprechend wieder anpasst an das, was der Future macht, beziehungsweise an die Richtung, dann kann man hier die Gegenbewegung auch mit reinnehmen. Deswegen blicke ich auch immer gerne mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und setze mir andere Dinge im Research mit auf die Uhr. Und damit wird es Zeit, dass wir mal auf den DAX schauen. Der DAX, wie schon gesagt, ich hatte es ja gesagt, der ist sehr, sehr positiv in die Woche gestartet. Haben wir ja gerade auch beim Nikkei gesehen. Der ist sehr, sehr bullisch unterwegs momentan. Und der DAX, der schafft sich auch hier Freiraum. Wir haben es jetzt 8:55 Uhr.
Und wenn wir uns das Bild im DAX mal eben anschauen wollen, ich mache mal ganz kurz die ganzen Zwischenmarker hier raus, die brauchen wir jetzt hier im kurzfristigen Bereich an dieser Linie nicht. Mit Blick in den DAX wird es jetzt wirklich interessant, weil wir hier tatsächlich diese Marke um den Bereich hier oben 13.311 hier oben, dieses Level, das haben wir da liegen, das ist momentan einfach ein Bereich, wo der Markt hier noch ein bisschen die letzten Male mit Schwäche reagiert haben. Wenn wir dieses Level jetzt tatsächlich rausnehmen, also hier das machen, was der Markt schon mal angelupft hat, über dieses Zwischenhoch hier von der letzten Woche drüber zu laufen, dann haben wir wirklich richtig gute Karten. Erstmal hier das Hoch bei 13.461,62 Punkten anzulaufen. Und wenn wir das Ganze mal etwas zusammenraffen, dann sehen wir schon, wo die Reise hingeht. Das heißt, wenn wir hier positiv weiter unterwegs bleiben, schaut mal, dann setzt sich der Trend hier schön nach oben hin fort. Das war jetzt Korrektur. Dass die Bewegung hier das kleine Zwischenhoch gemacht hat. Und wenn wir jetzt hier von diesem guten Supportbereich um die 12.850 Punkte Marke nach oben drehen, dann haben wir echt gute Chancen hier Richtung Allzeithoch auch durchzulaufen. Zumindest die Wahrscheinlichkeit dafür steigt an, wenn der Markt tatsächlich dieses Level hier nachhaltig rausnimmt. Da macht man auch dieses kleine Gap hier oben auch noch mit zu. Das ist für den ein oder anderen Trader auch immer eine interessante Marke, ein interessanter Bereich hier drüben, dieses Gap. Das haben wir ungefähr bei 13.550 Punkten liegen. Also je nachdem, welche Marke man hier entsprechend annimmt. Da haben wir hier bei dieser Kerze, wenn man mal das Close nimmt, das Close ist, wo haben wir es liegen? Bei, Moment, das, ja, das Close bei 13.557 Punkten. Da ist das Close, was wir hier haben. Wenn wir das Low nehmen wollen, da ist der Platz natürlich etwas kürzer. Das Low haben wir bei 13.497 Zählern. Aber nichtsdestotrotz, das ist kurzfristig Luft da und wenn der Markt hier weiter dynamisch bleibt, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das Allzeithoch sehen. Und wenn es hier wirklich positiv in den Marktstart auch weiter reingeht, haben wir richtig gute Karten hier nach oben mit ranzulaufen. Das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal im Stundenchart an, also so, wie wir das die letzten Male auch immer gemacht haben, dass wir einfach mal auch in die Stunde reinschauen, um zu sehen, was denn hier los ist, wo wir hinlaufen können. Und da sehen wir es schon, wenn wir tatsächlich hier diesen schönen Trend nach oben mitnehmen. Wartet mal, mal gucken, ob wir es hier im Trendtool sehen können, den kleineren Zeitrahmen mal. Hier, genau, hier sehen wir es. Auf, ab, auf, ab, auf. Also der Markt trendet im Kleinen schön nach oben. Und wenn wir das Ganze sehen, hier diesen Aufwärtstrend mit weiter fortschreiben, dann haben wir gute Karten, oben reinzulaufen. Und schaut mal hier, zwischen diesem Ausbruchslevel hier bei ungefähr 13.311 Punkten ist bis zu 13.400 inzwischen hoch hier 61 Zählern nichts, was aufhält. Also, das könnte wirklich eine schöne, schöne Kursdynamik zur Oberseite hingeben. Das führt dann zur Fortsetzung dieses Trends. Und wenn wir uns mal anschauen, das Tief hier unten, das Low, das Potenzial, wenn man das mal oben drauf setzt, da laufen wir mal locker in diesen Bereich hier rein. Also das wird eine feine Geschichte. Das ist wirklich sehr, sehr bullisch hier zu sehen. Und die Märkte scheinen heute hochzulaufen. Und schaut mal hier, wir haben es jetzt 59. Gleich haben wir in ein paar Sekunden den Wechsel. Und der Markt bereitet sich wirklich schon schön hier drauf vor. Und wie schon gesagt, das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt hier. Und wenn der nicht abverkauft wird, ist der Weg nach oben erstmal frei. Ansonsten, wenn wir unten schauen wollen, für den einen oder anderen, der sagt sich, okay, gut, wenn wir abprallen, wo sind Punkte, wo sind Marker, schaut mal hier, dieser Bereich um die 13.220 bis 13.000 knapp 250, das ist so ein Schwungbereich hier, wo der Markt hier drüben mal so ein bisschen spiky war, den man dann aber mit Schmackes rausgenommen hat. Wenn wir zurücklaufen sollten, könnte das ein guter Bereich sein, ein guter Auffangbereich im ersten und danach die tieferen Bereiche hier anzulaufen. Hier kroppt der Drehbereich um die 13.120 Punkte und dann hier dieses kleine Zwischentief, was wir gehabt haben, 13.194 in etwa. Das sind so ein paar Marker für die Chart-Unterseite, die kurzfristig interessant sein sollten für die Trader. Also, wir sehen es hier oben. Der Markt startet positiv in die neue Handelswoche rein. Das ist eine feine Geschichte. So, da haben wir den DAX auch gleich noch mit angekratzt. Und dann schaue ich noch auf den Wunschmarkt hier. US-Dollar, schwedische Krone. Die schauen wir uns natürlich auch direkt an. Ich muss nochmal kurz schauen, ob ich sie hier schon drin habe. Nee, dann nehmen wir sie direkt hier drüben raus. Kurzen Augenblick. US-Dollar, SEK, da haben wir es hier. Ja, das ist schön, dass man hier auch mal eine Währung bekommen, die wir nicht so oft auf der Uhr haben. Das freut mich auch sehr. Das sind nämlich auch wirklich sehr schöne Märkte, die man
gut traden kann, die man zwar nicht immer im Intraday-Bereich traden kann, aber wo mittelfristig einfach auch schöne Bewegungen drin sind. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis an. Und da haben wir die Frage gestellt bekommen, Ausbruch aus der Range nach oben. Bevor wir uns den Tageschart jetzt analysieren, möchte ich hier mal den Blick auf den Wochenchart machen, einfach damit wir mal sehen, wo wir gerade stehen. Muss ich das Bild mal etwas zusammenraffen, weil der Bereich, in dem wir hier hängen, der ist wichtig. Aus dem Grund, dass dieser hier, ich ziehe das einfach mal ganz kurz durch, schaut mal, dieses Level, was wir hier haben, das hat in der Chart-Historie schon ganz, ganz oft als Drehpunkt-Level gegolten. Das heißt, hier ist der Markt ewig nicht hochgekommen, da ist er nach unten abgedreht, hier ist er dann mal drüber gekommen, da ging es halt ein paar Wochen nach oben, dann ging es wieder hier in den Bereich rein, dann ging es ein bisschen zäh hin und her, dann knallt der Markt nach unten, hier hat er dann nach oben geschoben, jetzt stehen wir wieder da. Und das ist eine sehr, sehr schöne Berechtigung dieser Frage, ob wir hier tatsächlich einen Range-Ausbruch sehen werden. Der Bereich, den wir hier haben, hat auf alle Fälle mal das Potenzial, den Markt nach oben zu bewegen, das heißt nach oben raus zu drehen. Ja, das Potenzial ist da, und wenn wir uns das Ganze mal auf Wochenbasis anschauen wollen, wir haben an dieser Stelle natürlich, wartet mal, ich mache mal das kurz hier oben rein, natürlich auch noch Anlaufpunkt nach oben, wo wir hier an dieser Stelle ein Widerstandslevel haben. Ja, also ich zeichne das Ganze hier, weil der Markt doch schon einige Wochen drinnen verharrt, mal als Supportband an. Wir kommen ja von oben nach unten, und wenn wir hier tatsächlich den Range-Ausbruch nach oben sehen, dann haben wir das Potenzial da, zumindest erstmal hier oben in diesem Bereich um die 9,17, beziehungsweise wenn wir es mal unten nehmen wollen, hier die Tiefs, die Ausbruchsbereich um die 9,12, 9,13 reinzulaufen. Also da ist einiges entsprechend an Luft nach oben da. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf Tagesbasis anschauen wollen, da ziehe ich diesen Unterstützungsbereich mal ganz kurz ein bisschen rüber. Da haben wir so eine, naja, ich sag mal, so eine ganz leichte Range entsprechend liegen. Das heißt, der Bereich, den wir hier dann entsprechend haben, wenn wir hier mal oben ganz kurz den Deckel draufziehen wollen, hier in etwa, der Metatrader, der macht mich manchmal schwach hier. So, ich will einfach nur eine gerade Linie haben. Und unten sozusagen die Seite auch, das da unten ran, so. Um das mal so zu machen, muss ich die Linie auch zeichnen. Also hier mal ganz grob der Bodenbereich hier an dieser Stelle zumindest zu sehen. Ja, und das ist das, was hier jetzt tatsächlich interessant ist. Der Boden ist unten immer mal ein bisschen angetestet worden, hat hier aber noch fallende Tiefs. Das heißt, wir haben hier auch im kleinsten den Abwärtstrend. Und das ist das, was ich jetzt im Kleinen interessant finde mit der Range-Oberseite. Wenn die Range-Oberseite nämlich jetzt wirklich rausgenommen wird, dann haben wir unten drunter einen kleinen Aufwärtstrend. Und dieser kleine Aufwärtstrend hat dann tatsächlich das Potenzial, erstmal hier oben in den Ausbruchsbereich reinzulaufen. Und zwar ist das hier, das skizziere ich eben mal ganz kurz mit rein. Schaut euch das Ganze mal an, wenn der Markt hier hochgeht. Schaut, er kommt von unten ran, hat jetzt oben angetestet. Das hat er hier ja auch schon oft gemacht, hat danach aber tiefere Tiefs gemacht. Und wenn wir jetzt allerdings stärker reinbekommen und hier nach oben laufen, dann haben wir hier einen kleinen Aufwärtstrend. Und das ist echt interessant, wenn der nämlich hochläuft, das ist dann das Zeichen, dass der Markt wirklich hoch will. Ne? Hier war nämlich der Abprall, gleich wieder abverkauft. Und jetzt geht er so langsam hoch. Und wenn wir tatsächlich oben drüber laufen, über dieses Level hier drüben, dann haben wir einen Trend, der hochläuft, und da ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs durch die Oberseite tatsächlich höher, als wenn wir das Ganze trendlos haben. Und das müssen wir einfach mal schauen. Wie schon gesagt, wir sind immer noch in der Range, ja, da gab es noch keinen Ausbruch, aber das Verharren hier unten drunter und dann der Schub nach oben, das wäre ein schönes Zeichen, dass der Markt tatsächlich hoch will, aus einer Bodenbildung raus sozusagen, um hier oben reinzulaufen, ganz grob in das Level um die 9,12. Das ist hier unten, das sind die Ausbruchsmarker, die wir hier haben. Das ist mal der erste Widerstand. Wenn es dann noch weitergehen sollte, da können wir hier natürlich auch schön sehen, was hier geht. Also tatsächlich, wenn es oben drüber rausgeht, dann haben wir natürlich hier auf Tagesbasis auch noch ein paar schöne Anlauflevel nach dem Widerstand hier. Beispielsweise hier diese Zwischenhochs, die wir da haben. Das sind gute, planbare Marker, aber bis wir die tatsächlich hier auf die Uhr bekommen können, brauchen wir tatsächlich erst einmal den Ausbruch, und dann können wir tatsächlich ein Stück weiter denken, weil wenn man das Ganze sich nochmal im Chart auch anschauen möchte, hier, es ist auch noch viel, viel Luft nach unten, und in dem ganz, ganz großen Bereich im Monatschart sehen wir hier aktuell nämlich noch steigende Tiefs und steigende Hochs. Ja, auch wenn es mal hier ein bisschen, sage ich mal, rumpelig zur Sache gegangen ist, hier unten in diesem Bereich, da sind wir kurz drunter gelaufen. Nichtsdestotrotz, hier unten das Level um die 7,86 hat gehalten.
und dann ist der Markt nach oben gelaufen, in eine schöne, weite Bewegung rein. Ja, das ist ein Monatschart, das ist aber auch das Schöne bei einem Monatschart, wenn wir hier tatsächlich eine mitteltiefe Korrektur sehen und wir hier tatsächlich die Umkehrkerze bekommen, das heißt, wir dann auch über das Hoch der Monatskerze laufen, das hat dann schon eine Relevanz im größeren Bild und das kann dann durchaus auch für ordentliche Kursanstiege sein. Also wir sehen, wir haben hier viel, viel Potenzial auf der Uhr. Von der Seite her hoffe ich, dass die Analyse soweit gepasst hat. Und dann passt das Ganze noch. Ach, da kriege ich noch eine Frage raus. Der Dow, wie ich den für diese Woche sehe. Juhu. Ich würde mal, wenn ich jetzt eine Schätzung abgeben darf, würde ich sagen, volatil. Ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt hier sage, volatil. Warum volatil? Die Chartanalyse, wenn wir uns den Chart mal angucken, der Dow gefällt mir schon. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz gucken, wo haben wir hier der Dow? Da haben wir einen DAX. Wieso ist denn hier der DAX drin? Da war doch immer der Dow drin. Wartet mal einen Moment, ich muss hier mal den Dow reinziehen. Hier, den Dow. Da ist er, US30. So, zack. So, den Dow, den gucken wir uns jetzt mal an, auf Tagesbasis. Und was wir hier sehen, Moment, ich muss mal kurz den Entry Bar ausmachen. Was wir hier sehen, ist natürlich erst einmal ein Markt, der ziemlich, ziemlich weit nach unten gekommen ist. Und, wartet mal Leute, ich mache euch den Chart auch mal kurz ein bisschen sauber. So, einfach nur mal, um ein paar Marker zu sehen, die wir hier brauchen. So, passt mal auf. Worauf es mir ankommt, ist Folgendes. Ich mache jetzt nochmal kurz die Trenderkennung mit rein. Schaut mal. Das hier ist das größere Bild. Das haben wir ja hier. Da ist der Markt definitiv aufwärts gerichtet. Und wir haben hier letzte Woche Mittwoch eine sehr, sehr schöne Umkehrkerze bekommen, die aber immer noch nicht bestätigt ist. Ja? Das heißt, ach, wenn es den einen oder anderen Trader schwerfällt, bevor wir nicht dieses Level hier oben rausgenommen haben, so ganz knapp 28.180 bis 28.200, hier dieser Drehbereich da oben, bleibt der ganze Markt hier tricky, weil der Abwärtsrutsch noch immer da ist. Aber die Verortung hier unten an diesem Drehlevel, das mache ich mal kurz etwas größer, also hier unten in diesem Drehpunkt, als der Markt hier ausgebrochen ist, der war schon sehr, sehr interessant. Ja? Das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber wir sehen halt hier auch diese extrem hohen Volatilitäten an den Märkten. Und das ist das Interessante. Worauf ich jetzt noch mitschaue, ist hier die Tatsache, ich habe mal ganz kurz jetzt den kleineren Trend angemacht, den kleineren Trendverlauf. Also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir sind hier schon unter ein paar wichtige Marker drunter gelaufen, wo wir erstmal sehen können, okay, der Bewegungstrend ist jetzt gebrochen. So, also das heißt, hier spielen zwei verschiedene Dinge mit in den Reigen rein. Jetzt kommt aber diese Woche noch die FED hinzu. Und wenn man mal weiß, sozusagen, dass die FED die Märkte stützt im Moment, ja, dann hat das natürlich positive Auswirkungen. Und das ist das, worauf ich jetzt sage, das sind die positiven Signale. Das heißt, der Markt hat jetzt durchaus das Zeug, hier an dieser Stelle zu antizipieren oder beziehungsweise nicht zu antizipieren, den Markt vorwegzunehmen. Das heißt, schon mal einzupreisen, dass die FED etwas sagt, das langfristig die Aktienkurse stützen wird. Und das wäre ein sehr, sehr positives Zeichen. Und da würden wir dann relativ schnell sehen, dass der Markt doch durchaus hoch möchte. Ja? Er hat jetzt hier allerdings noch keine nachhaltige Umkehr gegeben. Und das ist das, was wir uns mal kurz im Stundenchart auch anschauen müssen. Da raffe ich den Stundenchart allerdings mal ein bisschen noch zusammen, kurzen Augenblick. So, hier an dieser Stelle. Das ist das Bild, das hatte ich letzte Woche schon mal in anderen Indizes angedeutet. Schaut euch mal an, das ist jetzt der größere Verlauf. Ja? Also hier, da ging es kräftig erst einmal nach unten und nach diesem kräftigen Schub gab es eine Korrektur und dann hat sich hier in der Stunde dieser Abwärtstrend etabliert. Der ist jetzt da. So, der ist jetzt hier einfach nur in die tiefe Korrektur reingelaufen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir an dieser Stelle sehen, ist, das mache ich jetzt mal kurz in blau, damit wir es besser erkennen können. Schaut mal hier. Hier haben wir den nächsten Trend nach unten laufen. Hier an dieser Stelle. Da war das letzte Korrektur hoch. Hier unten das Tief. So,
Hier unten haben wir mehr oder weniger einen doppelten Boden. Technisch ist der hier nochmal ein kleines Stückchen tiefer gelaufen als hier an dieser Stelle. Und jetzt, und das ist das erste positive Zeichen, sind wir erst einmal darüber gelaufen. Und wenn sich hier an dieser Stelle jetzt ein Aufwärtstrend bildet oder wir einfach so oben drüber laufen, ja, das ist der Punkt. Da bekommt hier oben die Marke von 28.200 Punkten die Relevanz, die ich gerade auch im Tageschart angesprochen habe. Das heißt, wenn wir jetzt hier tatsächlich drüber laufen, das könnte dann den Ausschlag geben, dass wir in dem größeren Zeitrahmen die Umkehr bekommen könnten. Und dann haben wir die guten Chancen, hier in diese Level reinzulaufen und dann uns hier Richtung der Hochs zu entwickeln. Das ist das, was tatsächlich positiv auf der Uhr steht. Dazu brauchen wir allerdings die Bestätigungen. Und warum wir die brauchen, das sehen wir am Chartverlauf. Ich hatte die Diskussion auch schon mitverfolgt hier, als der Markt hier so schön hochgelaufen ist oder hier so schön hochgelaufen ist. Da sind die Bullen mit einmal wirklich da und die sagen die Händler, jetzt kommt gerade die Privaten, jetzt ab nach oben, jetzt reißt das Ding wieder komplett nach oben durch. Nur um dann zuzuschauen, wie wieder alles abgekracht worden ist, weil das übergeordnete Bild weiterhin noch abwärts gerichtet war. Ne? Das ist halt einfach etwas, das haben wir so oft am Markt gesehen. Und das sage ich an dieser Stelle, Leute, wenn ihr hier die Aufwärtsrichtung tradet, seid euch bewusst, was der Markt übergeordnet noch macht und dass ihr momentan in einem sehr, sehr volatilen Marktumfeld tradet. Und da muss einfach alles eng auch abgesichert werden, damit man solche katastrophalen Rutsche nach unten nicht bekommt. Ne? Weil eine ähnliche Situation, wie wir die hier jetzt erleben, hatten wir ja hier oben auch schon gehabt. Schaut euch das mal an hier. Hier lief der Trend nach unten und dann wurde er nach oben rausgebrochen. Ne? Und da sind die bullischen Händler, die gerade die Privaten, ich hatte da auch ein Gespräch mit einem, den ich in Coaching-Ausbildung hatte, der ist hier wirklich long gegangen, weil der Markt hier nach oben gedreht hat. Und ich sage in dem Moment, das ist auch alles korrekt. Ja? Das passt auch alles zum Regelwerk, wenn man sich nicht auf den Tageschart bezieht oder beziehungsweise auf den übergeordneten Trendverlauf, sondern wenn man es einfach in das einordnet, was es ist. Der Schub nach oben war erstmal nur eine Gegenbewegung, hat hier diesen Mini-Trend rausgenommen, hat aber noch längst nicht diesen Bereich hier oben rausgenommen. Und das heißt, die Stunde war weiter abwärts gerichtet. Hier hat man sogar schon einen Bewegungstrend wieder nach unten, der in die Stunde reinlief. Und dann wurde hier nur mal kurz nach oben angelupft, um dann weiter nach unten zu laufen. Hier drüben übrigens das gleiche Bild ähnlich. Das sind die Tatsachen. Jetzt sind wir allerdings hier wirklich schön nach oben am Laufen. Und wie schon gesagt, der ausschlaggebende Punkt ist erst einmal hier oben die Marke von 28.200 Punkten. Wenn die vom Markt rausgenommen wird, dann haben wir wirklich sehr, sehr schön die Chance, weiter nach oben zu laufen. Aber wie schon gesagt, da müssen wir erst mal schauen, ob es soweit kommt. Aber bitte jetzt nicht sagen, der Seidler hat hier gesagt, die Stunde müssen wir erstmal oben rausnehmen. Die Kurzfristtrader haben schon gute Chancen, weil wenn wir uns mal anschauen, was wir hier aktuell haben, also schön diesen Trend nach oben, haben wir schon gute Karten, nach oben reinzulaufen. Es ist aber halt so ein kleines bisschen, naja, wie soll ich sagen, eine Art Keilform, die wir hier haben, weil die Unterseite sozusagen steiler verläuft als die Oberseite. Und Keile sind immer so eine Geschichte, die werden oft durch die Unterseite verlassen. Und wenn der Markt das spielt, haben wir halt auch die Unterseite da. Aber jetzt gehe ich mal ganz kurz in den 5-Minuten-Chart rein. Wir haben halt auf der Oberseite auch noch ein paar Anlaufpunkte, die wir mit abfrühstücken können. Ja? Und das ist halt einfach nicht einfach wegzudiskutieren. Schaut mal, hier oben haben wir ein kleines Zwischenhoch aus diesem Rutsch nach unten. Und dann haben wir hier, also das ist knapp die Marke von 28.000 Punkten. Und dann haben wir hier oben noch das Zwischenhoch bei 28.173. Also ihr seht, wir haben hier auch Potenzial zur Oberseite da, was wir durchaus rausnehmen können. Wir können ja hier bei einem Long Trade auch wirklich sagen, wer kommt denn nach uns noch ins Spiel? Und da haben wir auch ein paar Punkte, wo wir das Ganze mit anlaufen lassen können. Und das ist interessant und das ist die schöne, spannende Geschichte hier mit Blick in den DAO. Gut, also, das passt soweit. Ich sage danke fürs Zuschauen. Weitere Fragen habe ich nicht. Ich hoffe, es war interessant. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag und sage tschüss, bis morgen früh. Live-Besprechung gibt es um 8.30 Uhr. Den Blog-Eintrag natürlich etwas vorher, damit sich der ein oder andere Händler damit, wenn er mag, schon auseinandersetzen kann. Also, bis morgen. Hat mich sehr gefreut und tschüss.